Das kenne ich ja auch. Mitarbeiter, die ihr Passwörter aufschreiben. Geben wir einen. Oh. Okay, ein großes E gibt's gar nicht. Nicht schlimm. Dann hat nur klein. Eclipse. Und Zugriff gewährt. So ein Zufall. Andrea von der nächtlichen Kaffeepause. Andrea, erklär mir mal, was zum Teufel sollte das gestern Nacht? Ich hatte keine Ahnung, dass du interessiert bist. Und ich wusste nicht, dass du noch im Labor warst. Aber als ich das restliche Nopo aufräumen wollte und dich im Kühlschrank erwischt habe, tja, ich muss sagen, ich war sehr angenehm überrascht. Zum Glück hat Roseline uns nicht gesehen. Ich schätze, ich denke voller Überraschungen. Ah ja, eine nächtliche Romanze. Fein Pritchard, Netzwerksicherheit. Wie Sie alle wissen, ist der Terrorismus in dieser Stadt auf dem Vormarsch. Die IT-Abteilung arbeitet Tag und Nacht daran, dieses Unternehmen vor Angriffen von außen zu schützen. Sie erschweren uns allerdings die Grundlagen, die Arbeit, indem sie grundlegende Sicherheitsregeln missachten. Deshalb an dieser Stelle noch einmal: Sperren Sie Ihren Monitor, sobald Sie den Arbeitsplatz verlassen. Ändern Sie alle 6 Wochen Ihr Passwort gemäß der Netzwerkprotokolle. Schreiben Sie Ihr Passwort nicht auf und geben Sie es ausschließlich an Systemadministratoren weiter. Surfen Sie ausschließlich zu Hause im Internet. Bitte halten Sie diese Regeln ein. Machen die Leute eh nicht. Kennen wir. So, aber jetzt habe ich auch nichts Großartiges erfahren. Ich kann jetzt höchstens mal hier mich reinschleichen. Jetzt kam ich durch die Gänge. Sicherheitschef. Auch genial. Und? Kommt ein anderes Büro raus. Gott, also die armen Geiseln tun mir gerade leid. Tut mir leid. Vielleicht auch für die Zuschauer gerade, dass es nicht so spannend ist. Aber ich muss halt bis nachher mal rumgucken. So. Beerdigung. Extremisten attackieren Limp. Okay. Die Liberty in Mind and Body Limp Klinik in Chicago und Denver wurden gestern von pro-humanen Extremisten angegriffen, die damit ihre Unterstützung für die Humanitätsfront Ausdruck verleihen wollten. Die Humanitätsfront, die öffentlich gegen den Einsatz der Humanoptimierungstechnologie mobil macht, bezeichnet diesen Akt der Gewalt als vollkommen inakzeptabel. Floridas Gouverneur Philip Riley Mead forderte den Kongress heute eindringlich zur Wiederaufnahme der Anhörung bezüglich der Humanoptimierung auf. Die Anhörung, die der Erörterung der ethischen und rechtlichen Folgen der Humanoptimierungstechnologie dienten, waren vor 6 Monaten nach einem Terroranschlag auf Self-Industries ausgesetzt worden. Zu den Opfern des Anschlages zählt auch Dr. Megan Reed, eine weltweit führende Expertin auf dem Gebiet der Nanotechnologie. In Anspielung auf Vertuschungsversuche von höchster Ebene erklärte Mead: Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Tod einer Wissenschaftlerin für die Beendigung in einer derart wichtigen Debatte verantwortlich sein soll. Ich habe den Eindruck, dass einige Leute sehr erfreut waren, dass der Anschlag erfolgte, kurz bevor Dr. Reed ihre Forschungsergebnisse veröffentlichen wollte. Eine Reaktion des Sprechers des Repräsentantenhauses Gibb Riley auf Governor Meads Anschuldigung steht bisher aus. Ja. Wie gesagt, toll, dass ich hier ein bisschen auf viel lese, aber es ist halt auch nicht nur, es ist kein reiner Shooter, es ist ein bisschen Tech-Klassik, das Spiel. Dann müsst ihr halt leben. So, wo sind wir hier? Überstundenregelung. Mir ist zu Ohren gekommen, dass angesichts unserer engen Data bei vielen von den Überstunden abgelaufen sind. Ich möchte Ihnen jetzt noch einmal die Überstundenregelung von Self Industries ins Gedächtnis rufen. Alle Mitarbeiter, deren Arbeitspensum 8 Stunden täglich bzw. 40 Wochenstunden übersteigt, haben einen gesetzlich geregelten Anspruch auf einen Zuschlag in Höhe von 50% des Grundgehalts auf jede geleistete Überstunde. Allerdings möchten Sie auf eine weitere Möglichkeit hinweisen, die Abgeltung aller geleisteten Überstunden bezahlen Urlaub nach Projektende. Bitte teilen Sie Ihrem Abteilungsleiter bis spätestens Freitag 11 Uhr das bevorzugte Modell mit, bla bla bla. Ah, das war die andere, die wir gesehen haben. Hallo Scheinferret. Nuclear Slack hat einen Auftrag für Sie. Oh, genial. Ich habe gehört, dass hier irgendjemand Neuro... Puzun klaut, und zwar schon länger. Nachdem das Zeug ein Vermögen kostet, verträgt es dieser jemand vermutlich auf dem Schwarzmarkt. Wir müssen der Sache auf den Grund gehen und mit David reden, bevor es Jensen tut. Also, wir werden ein bisschen Detektivarbeit. Ich habe eine Intellicam, die aufzeichnet, solange sie im Inneren des Laborkühlschranks ist. Sie sehen nur komisch aus, wenn mich jemand beim Eimer übertappt. Sind Sie allerdings immer für eine Überraschung gut? Sind Sie dabei? Okay. So, scheinbar wurde hier im Kühlschrank eine Kamera versteckt.
die Frage, wie komme ich da hin? Wo, an welchem Kühlschrank? Credits. Nehmen wir doch natürlich. E-Book. Das Modell Bell Tower, Unternehmenshintergrund. Die Bell Tower Gruppe bietet eine breit gefächerte private Militär- bzw. Sicherheitslösung für jeden Bedarf. Unser Unternehmen wurde 1997 als Beratungsunternehmen für Sicherheitsfragen und Personenschutz gegründet. Neben unserer Zentrale in Großbritannien unterhalten wir derzeit Niederlassungen in Afghanistan, Bahrain, China, Irak, Kenia, Indien und den Vereinigten Staaten. Unser Hauptquartier im sogenannten London Sink am Ufer der Themse verfügt über sämtliche Einrichtungen eines Militärstützpunktes. Darüber hinaus unterhalten wir einen Marineschützpunkt an der amerikanischen Golfküste sowie ein Ausbildungszentrum am indischen Bangalore. Das Leistungspaket von Bell Tower ist an internationale Kunden wie Regierungen, Geheimdienste und führende Wirtschaftsunternehmen angepasst. Ferner ist unser Unternehmen ein zertifizierter Partner der UNO. Gott. Wir bieten neben Sicherheits- und Risikomanagementlösungen zur Abwehr extremer Gefahren, Exfiltrations-, Bergungs- und Neutralisierungsoperationen sowie hochgradig reaktive Kriseninterventionsteams. Neutralisierungsoperationen, also eine Söldnergruppe. Ja gut, also wir wissen, Kühlschrank, Überwachungskamera. Aber wo hat er den gefunden nochmal? Doch hier. Das waren Mails. Also, noch ein Labor. Labor, aber wo ist denn das Labor? Das ist die Frage. Haben wir irgendwo ein Labor? Technology Lab, aber das meint er glaube ich nicht. Und geht auch hier noch nicht weiter höher. Security Manager, Access Elevator oder Labore. Fitness Center. Nee, aber wir haben hier kein Labor drin. Oder nicht die, die er meint, wie ich denke, die er meint. Aber wer ist das? Hi. Oh, hallo Mr. Jensen. Ich wusste gar nicht, dass Sie wiederkommen wollten. So schnell meine ich. Ja. Herz aus Stahl. Eis und Schatten. Auf der anderen Seite des Platzes dann. Okay. Das ist ein. Könnt ihr selber durchlesen. Gut, geht ja da um eine kleine Geschichte, scheinbar von einem optimierten Menschen und einer normalen Frau. Das passiert mir jetzt nicht. Frau. Wir sind keine Kühlschränke. Ach, wo ist das Labor? Hilfe. Nochmal dann Technology Lab? Na, kein Design. Es hat kein ist jetzt Neoprotein drin. Ja, momentan, ich hab doch. Ist er noch hier? Ja. Kann ich an deinen Rechner? Scheinbar nicht. Kühlschränke aber. Hier sind Serverschränke. Geschrieben, wo, in welchen Laboren? Die E-Mail-Funktion ist gerade ein bisschen sehr doof. Nein, da muss ich weiter hoch. Sicherheitsbedenken, kritische Wunder. Neues Login. Sicherheitsbedenken. Nein. Ah, doch, hier. Asin Mogulis. Ja. Büro 23. Ja, das hat man nicht gesehen. Okay, vielleicht kann ich die Aufgabe jetzt gar nicht erledigen. Kann ja auch gut sein. Ich finde den Typen ja auch nirgendwo.
Haben wir überhaupt rausgefunden, Evan, wer hinter dem ersten Angriff steht? Ich nehme an, Sie sind wegen des Einbruchs hier. Das hat uns noch gefehlt. Ja, okay, vermuten wir, das können wir jetzt nachher machen. Gut. Dann geben wir unseren richtigen Auftrag weiter. Hi, Adam. Wirklich schön, dass Sie wieder da sind. Schauen, was wir machen können. Oh ja, die Cafeteria. Zufolge hat eine militante Gruppe pro-humaner Aktivisten eine Fabrik von Seraph Industries überfallen. Die sehen ein bisschen sehr Arbeiter wurden als Geiseln komisch genommen. Aus. Die ganze Stadt hält kollektiv den Atem an. Oh ja. Ich muss wohl niemanden daran erinnern, dass das bereits der zweite Angriff auf das Biotechnologieunternehmen ist. Nein, musst du nicht. Deswegen versuchen wir auch, dem zu helfen. Mehr Zeitungen? Okay, kennen wir aber schon. Da ist nichts Neues drin. Jensen? Was machen Sie hier? Ich hätte nicht gedacht, dass Sie je wieder laufen können, geschweige denn arbeiten. Tja. So ist es aber. Noch ein anderes hier? Hier geht's runter. Wo geht's denn hier hin? Ah. Ah, zu einer Hausmeisterebene. Helipad. Speedlevel, gut, da muss ich nicht hin. Ich muss Helipad. Helipad. Da komme ich doch wieder hinten hin. Los, Adam, Ren. Was seid ihr? Tut mir leid, Mr. Jensen. Aber hier geht gerade alles drunter und drüber. Mr. Pritchard. Ja, gut, dann nicht. Ich hoffe, dass wirklich nichts passiert, als ich jetzt so lange rumgetrödelt habe. Und ein bisschen viel gemacht habe hier. Jensen? Mann, freut mich, Raucher. Dass Sie wieder da sind. Ich hätte nicht Raucher, kann es gar nicht gutheißen. Jensen? Wow. Nee, die haben wirklich keine Kosten gescheit, mich zu reparieren. Das macht mir eigentlich Angst. Wenn man so viel Geld ausgibt, nur um ihn wiederherzustellen, das ist doch merkwürdig. Ja, Hilfe. Hä? Wieso? Oh oh. Okay. Das hat sich gerade verhakt gehabt. Puh. Wer bist du? Farida Malik. Hallo. Willkommen zurück, Jensen. Hätte nicht gedacht, dass wir Sie schon so schnell hier wiedersehen würden. Sie wissen ja, wie es läuft, Malik. Die Pflicht ruft. Und ob ich das weiß. Ich war in meinem Wingsuit auf halbem Weg zur Spitze des Renaissance Center, als der Notruf reinkam. Aber Sie? 6 Monate sind eine kurze Zeit für eine Rückkehr von den Toten. Sicher, dass Sie bereit sind? Doch, sind sicher. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Verstanden. Der Boss ist bereits an Bord und diskutiert mit dem Taktikteam vom DPD. Sie haben die Fabrik umstellt, aber Mr. Seraph möchte, dass Sie zuerst reingehen. Sind Sie hier fertig? Denn je früher wir starten, desto besser für alle Beteiligten. Ich weiß es nicht. Ja doch, ich bin bereit. Ich bin bereit. Kann ja gerade eh nicht viel machen. Wunderbar, dann wollen wir mal.